In Basel gibt es einen 100-jährigen Geburtstag. Herr Kappus, welcher Geburtstag ist es? Das ist der 100. Geburtstag von unserem Turnverein, dem größten Verein im Ort, mit weit über 600 Mitgliedern. Und ist der zweite Verein, der im Prinzip schon das 100. feiert. Der Gesangverein war vorher dran, der das 100. feiert. Das zeigt halt, dass die Gemeinde Basel hier von der Tradition her doch mit ihrem Verein sehr, sehr gut aufgestellt ist. Viele sagen ja, Verein kommt von Vereinnahmen, um das mal etwas bösartig zu sagen. Wie sehen Sie das denn? Also das sehe ich ganz anders, weil ich denke, gerade unsere Vereine sind das A und O auch für unsere Jugend, die irgendwo kommt. Und das zeigt sich auch bei uns, dass also die, selbst ein Posaunenchor bei uns keinerlei Probleme mit Nachwuchs hat. Einzige Gesangverein, ich denke, das ist aber in allen Orten irgendwo so, dass es da mehr Probleme gibt. Ansonsten sehe ich die Vereine nur positiv. Ab und an ist es ja auch so, dass der TV Basel ausländische Gäste hat. Wir sehen jetzt hier gerade dieses Faustballspiel. Welche Auswirkungen hat das auf Basel? Ja, wir sind bekannt. Fast alle Vereine haben Partnerschaften oder Freundschaften. So ist der Turnverein Basel mit dem MDV Rosenheim in Bayern halt verbunden. Der Posaunenchor hat eine Partnerschaft mit Burschingen, Prittrichingen bei Augsburg. Turnverein noch mit Klöven in Brandenburg. Also so haben wir an für sich immer viele Gäste hier, die auch, obwohl wir wenige Übernachtungsmöglichkeiten haben, dann immer wieder bei unseren eigenen Bürgern hier untergebracht werden. Und das verläuft immer problemlos. Und das sind echte Freundschaften über Jahre schon gewachsen. Wissen Sie schon, wer als nächstes zu Besuch kommt? Als nächstes zu Besuch weiß ich jetzt nicht. Ich vermute mal, dass das unsere Burschinger Freunde sind vom Posaunenchor, weil das dieses Jahr nicht geklappt hat. Wir besuchen uns immer so im Fünfjahresrhythmus so hin und her, dass die vielleicht wieder kommen. Jahre TV Basel, ein ganz besonderes Jahr. Wie fühlen Sie sich, Herr Göttert, als Vorsitzender dieses Vereins? Eigentlich sehr gut. Gut heißt, das kann man ja spezifizieren, im Einzelnen? Ja, es ist was Besonderes. Der ganze Verein ist das ganze Jahr schon auf den Beinen und plant das ganze Fest für jetzt dieses Wochenende und auch für das große Highlight, was wir im September haben. Und es ist, macht Spaß zuzusehen, wie alle Leute mitarbeiten und sich engagieren. Also Teamgeist wird hier wirklich groß geschrieben. Jetzt möchten wir natürlich auch die einzelnen Highlights kennenlernen. Was wird denn geboten, zum Beispiel jetzt im Rahmen der Feier? Wir haben heute einen Sportabzeichentag. Morgen ist unser erster Bundesligaspieltag. Unsere Faustballmannschaft ist aufgestiegen in die erste Bundesliga. Die haben den ersten Heimspieltag morgen. Morgen Abend haben wir die akademische Feier, wo dann das Fest gebührend in der Halle gefeiert wird. Und am Sonntag ist nochmal ein Spieltag von der ersten Bundesliga. Und nachmittags haben wir dann Kaffee und Kuchen mit einer Bildershow, einer Diashow, wo dann den ganzen Tag nochmal auslaufen lassen wird und abgerundet wird das Wochenende. Die Mitgliederzahlen sind ständig gestiegen. Das liegt natürlich auch an dem Angebot, was wir bieten, das sich immer erweitert hat. Und die Mitgliederzahlen steigen immer noch. Vor allem im Jugendbereich, im Kinderbereich haben wir noch sehr großen Zulauf.
Leichtathletik wird hier sehr groß geschrieben. Das haben wir schon andeutungsweise gehört. Was wird denn sonst noch geboten? Querbeet? Wir haben im Gegensatz zu anderen Vereinen haben wir keine Fußballmannschaft. Wir haben eine Faustballmannschaft. Oder nicht eine Faustball, eine Faustballabteilung. Und unsere Mannschaft ist auch sehr erfolgreich. Unsere erste Mannschaft habe ich eben schon mal in der ersten Liga aufgestiegen. Die zweite Mannschaft sogar in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und dann geht das runter in die Jugend, Schüler bis zum Mini-Bereich, der sehr gut besetzt ist bei uns. Wir haben auch eine Frauenmannschaft sogar, wieder seit kurzem, die mitspielt. Dann haben wir einen Seniorensport, sind wir sehr tätig. Wir haben eine Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik. Wir haben Kinderturnen, wir haben Ropeskipping, eine Abteilung. Wir haben Kindertanzen, was in zwei Gruppen gemacht wird. Also es ist bei uns für jeden was geboten. Es kann sich jeder betätigen. Nun sollte man meinen, dass sich Ihr Verein hier in Weisel überwiegend aus Teilnehmern aus Weisel rekrutiert. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Bei uns also Mitglieder, die aus dem ganzen Umfeld hierher kommen, sogar aus Riddersheim, aus Nastetten, aus Walmenach, Baunisch-Dörscheid. Baunisch sind sehr viele. Wir haben auch sehr viele Übungsleiter aus Baunisch. Sogar bei uns. Also es ist nicht nur auf Weisel bezogen. Wenn wir an die demografische Entwicklung denken, wird sich der Verein minimieren? Haben Sie Nachwuchssorgen? Nachwuchssorgen haben wir überhaupt keine. Es sind immer wieder neue junge Leute, die nachkommen. Auch im Vorstand sind jetzt in den letzten Zeiten junge Leute nachgerückt. Und ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken, dass es dem Verein irgendwann mal rückwärts geht. Dann sage ich besten Dank für dieses Gespräch und dem Verein Glück auf. Musik.